Wie geht es den Grünen damit und welchen eigenen Teil der Verantwortung tragen Sie eben auch mit der Politik, die Sie machen, die Menschen so aufzubringen? Das sind Fragen, die ich jetzt gerne stellen möchte an die eine von zwei Chefs, Chefinnen der Grünen, die Parteivorsitzende Ricarda Lang. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Hallo Frau Lang. Hallo, guten Abend. Frau Lang, wenn ich richtig sehe, waren Sie 18, als Sie bei den Grünen eingetreten sind und dann sind Sie sehr schnell aktiv geworden. Gab es damals eigentlich warnende Stimmen, die gesagt haben, tu dir das bloß nicht ein, lass es? Meine Großmutter war ein bisschen skeptisch, dass ich in die Politik gehe, aber jetzt nicht explizit bei den Grünen. Das hätte man sich damals, glaube ich, gar nicht vorstellen können, was wir jetzt teilweise Zustände erleben. Ja, und dass es so hart wird in der Auseinandersetzung, haben Sie damit gerechnet? Weil bei Ihnen speziell muss man ja sagen, dass es auch sehr persönlich wird und das hat mit Äußerlichkeiten zu tun. Mhm. Haben Sie damit gerechnet, als Sie da in die Politik gegangen sind? Ich bin ja zur Klarheit, das wäre ziemlich eigenartig, wenn ich mit 18 in die Politik gegangen wäre, bei der Grünen Jugend vorbeigeschnuppert hätte und damals das Ziel hatte, ich werde in 10 Jahren Parteivorsitzende. Das war ja bei Weitem nicht so. Ich bin da reingekommen, ich habe angefangen, aktiv zu werden und dann Stück für Stück hat sich das so ergeben. Aber ehrlicherweise hätte ich mir das, was wir gerade erleben, auch noch vor ein paar Monaten nicht vorstellen können. Ja. Ich finde, als Politikerin muss man in der Lage sein, rauen Ton auszuhalten. Da muss man es auch aushalten, dass Leute buhen, wenn man auf eine Veranstaltung kommt. Ja. Und jemand disqualifiziert sich auch nicht vom demokratischen Diskurs, weil er sich mal im Ton vergriffen hat. Aber was wir zum Beispiel in Biberach erlebt haben, da wurden Grenzen überschritten. Ich habe eine Erinnerung, die mir sehr im Kopf geblieben ist. Wir gucken in die Bilder rein. Ja. Wenn ich kann, dann können Sie ja mal sehen. Also das ist Biberach, das ist der politische Aschermittwoch. Der wurde abgesagt dann von der Partei, weil eben dann brennende Barrikaden da waren. Wir haben gerade von dem Auto, dass eine Scheibe kaputt war. Und das sind die Abendszenen dann. Wir hängen noch was dran, weil vielleicht können Sie dann auch sagen, wo der Unterschied ist. Das ist dann Magdeburg. Da gehen Sie zu einer Veranstaltung. Da gibt es auch Proteste von Bauern. Sie suchen das Gespräch. Sie verabreden, dass Sie sich mit denen dann danach treffen und machen die Veranstaltung. Als Sie die verlassen worden, werden Sie fast daran gehindert. Und jetzt kommt etwas, was wir... Frau Lang, freies Geleit nach Hause. Wir haben, was wir wollten. Wir haben einen festen Termin. So. Also was davon ist noch das, wo Sie sagen, ja, legitim? Und wo sagen Sie, das muss ich mir meiner Familie nicht antun, das ist meine Sicherheit, die da gefährdet ist? Also erstmal entscheide über freies Geleit, ja nicht demonstrieren. Das muss man auch mal sagen. Es gab ja auch solche Situationen, wo dann irgendwie Scheine ausgestellt wurden für Krankenschwestern, damit die durchgelassen werden. Da wird ja die Staatsmacht in Frage gestellt. Übrigens auch, wenn wir jetzt eine Situation hatten, wo auf der B5 Misthaufen auf die Straße gelegt wurden, das nicht davor angekündigt wurde. Es gab fünf Verletzte. Absolut, das ist gewalttätig. Und ich finde, da muss auch jeder Politiker ganz klar sagen, dafür gibt es kein Verständnis, keine Toleranz und keine Akzeptanz. Ja. Und wo ist es dann so, dass Sie sagen, es ist also, ausgebuht werden ist okay? Ja, also es ist nicht schön in der Situation, aber es geht ja nicht darum, was für mich schön ist. Sondern ich finde, die Frage ist ja, wann wird so ein bisschen demokratischer Grundkonsens in Frage gestellt? Und dieser Grundkonsens ist, dass wir bei allen Unterschieden, bei allen Kritik in der Lage sind, friedlich miteinander Konflikte zu lösen. Ja. Und das wird zum Beispiel in Biberach in Frage gestellt. Ich hatte dort ein Gespräch mit einem Polizisten von vor Ort und der meinte zu mir, Frau Lang, ich hätte mir das, was wir hier erleben, niemals vorstellen können. Das sind Männer, mit denen sitze ich am Stammtisch. Das sind Männer, bei denen kaufe ich meine Kartoffeln. Und die zeigen hier den Stinkefinger in Richtung der Polizei. Die machen Polizeiautos kaputt. Die greifen auch uns täglich an. Und da kann ich nur sagen, ich komme ja selbst aus einer sehr ländlichen Region. Viele Bauern, viele Landwirte dort. Die sind konservativer. Als konservativer als ich das bin, im Durchschnitt kann man das, glaube ich, so ungefähr sagen. Aber das sind grundanständige Leute. Und denen kann ich nur zurufen, man nimmt da eine Mischung wahr von Menschen, die ein legitimes Interesse haben, auch Sorgen in ihrem Beruf, und Rechtsextremen, die das unterwandern und instrumentalisieren. Und ich kann diesen anständigen Leuten nur sagen, lasst euch nicht instrumentalisieren von denen, denen es um alles geht, aber ganz klar nicht um das Wohl der Landwirtschaft. So, jetzt kommt ein Argument, das natürlich vor allem die Grünen betrifft, weil die Grünen aus einer Protestkultur kommen. Und wer sich noch erinnert, auch an die Anti-Atomkraft-Bewegung, da gab es immer die, die auch demonstriert haben mit einfach dem reinen Gewissen. Und es gab immer auch die, die sich darunter gemischt haben, weil sie einfach Randale haben wollten und weil sie mit der Polizei einen Fight haben wollten. Das weiß man. Man weiß, dass Joschka Fischer ein Straßenkämpfer war. Man weiß eben aber auch, dass bis zuletzt die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg, das ist in Berlin ein Stadtteil, die haben Lützerath verteidigt mit eben diesen Worten. Ziviler Ungehorsam ist für unseren Kreisverband eine legitime Form dieser politischen Willensbildung und damit elementarer Bestandteil einer lebendigen Demokratie. Also, welcher zivile Ungehorsam ist sozusagen der, der auch die grüne DNA ist und welcher geht nicht?
Es geht da gar nicht um ganz genau jetzt die einzelnen Arztproteste und vor allem geht es nicht um das Anliegen. Ich finde, das muss klar sein. Als demokratische Politikerin darf ich nicht einen Unterschied machen und sagen, für die einen ist es okay, für die anderen ist es nicht okay. Ja. Ich habe zum Beispiel bei der letzten Generation im letzten Jahr immer wieder gesagt, für mich ist dann eine Grenze überschritten, wenn es gefährlich wird für die Gesundheit oder für das Leben von Menschen. Auf der Straße. Und das erleben wir in so einer Situation, wenn diese Misthaufen auf der Straße ausgebaut werden. Und das erleben wir vor allem dann, wenn zum Beispiel Polizisten angegriffen werden, wenn Teilnehmer sich nicht mehr sicher auf eine Veranstaltung führen können, wenn bei einem Einsatzauto, Herr Feldenkirchen hat es gerade beschrieben, die Scheiben eingeschlagen werden, dann ist ganz klar eine Grenze überschritten. Und das macht auch was mit unserer Demokratie, was über die Grünen hinweggeht. Und ich würde mir wünschen, dass wir dieses Thema nicht nur diskutieren als was macht das mit den Grünen. Verstehe ich. Wenn Gewalt bei solchen Demonstrationen ausgeübt wird, dann ist es nicht das Problem der Grünen, sondern ein Problem von unserer Demokratie. Und Sie sagen, das, was die Grünen früher auch zum Teil mitgemacht haben, bei den Protesten ist nicht dasselbe wie das, was wir heute sehen. Da müssten Sie ja ganz spezifisch sagen, worum es geht. Also ich war immer klar, und das habe ich auch bei allen Demonstrationen in den letzten Jahren gesagt, wenn es zu Gewalt kommt, wenn es zu Nötigungen kommt, wenn es zu Grenzüberschreitungen geht, das geht nicht. Und das ist ganz klar meine Linie, bleibt es auch. So, das ist das, was auf der Straße passiert. Markus Söder haben wir erwähnt, nur für den Fall, dass Sie den politischen Aschermittwoch verpasst haben. Ganz kurz. Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde, als Schutzhund. Ja? Tut das weh? Also auch wenn es der politische Aschermittwoch und Markus Söder ist? Nein, das tut nicht weh. Da rollt man einmal die Augen und dann macht man weiter. Also ganz ehrlich, ich hatte auch mal einen Labrador, Bilbo hieß der, und der war unterhaltsamer als mancher verfehlte Aschermittwochswitz. Darum geht es aber auch überhaupt nicht. Also diese... Und Sie sehen auch nicht einen Zusammenhang zwischen dem, was sozusagen auf der Straße passiert und dem, was zum Teil im politischen Raum von Herrn Söder, von Herrn Aiwanger oder anderen. Also nicht, wenn ich mir das anschaue. Ne? Beim Aschermittwoch gehört auch mal ein deftiger Spruch dazu. Ich finde, man soll sich als Ministerpräsident überlegen, ob man 365 Tage im Jahr Aschermittwoch machen will oder ob man vielleicht auch verantwortungsvolle Politik machen will. Aber das Problem liegt woanders. Ich erwarte nicht von Markus Söder, dass der nett zu mir ist. Ich erwarte auch nicht von dem gar nicht so sehr Solidarität mit den Grünen, aber dass auch Grenzen eingezogen wird. Und was ich viel schlimmer finde, ist, dass er sich jetzt hinstellt und zu diesen Übergriffen sowas sagt, ich würde es jetzt mal platt zusammenfassen mit, ja, ist doof, aber irgendwie auch selber schuld. Und da frage ich mich, wenn ich mir anschaue, wir hatten jetzt auch einen Fall am Zell, Baden-Württemberg, da wurde ein Kommunalpolitiker von den Grünen 3 Tage, glaube ich, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er auf der Liste kandidiert, tätlich angegriffen, verprügelt in seinem Vorgarten. Und da frage ich mich, würde Markus Söder sich auch vor diesen Mann hinstellen und ihm ins Gesicht sagen, naja, selber Schuld, sei mal nicht so eine Mimose, das würde ich gern von ihm wissen. Okay. Die Angriffe auf Politiker haben überhaupt zugenommen, das muss man der Fairness halber sagen. Also es betrifft nicht nur die Grünen, es betrifft auch die SPD, es betrifft übrigens auch die AfD, das muss man ebenfalls dazu sagen. Frage, wie hoch ist der Anteil, den Sie selber als führende Politikerin daran tragen, indem Sie beispielsweise, jetzt betrifft das die Grünen, das Heizungsgesetz, sagen wir es offen, verkorkst haben und zuletzt einfach diese Gruppe der Bauern gegen sich aufgebracht haben, weil der Vorwurf steht im Raum, die wurden überproportional belastet, ohne dass es jemand irgendwie gemerkt hat. Und dann war es zu spät. Ich finde das gar nicht so eine einfache Frage, weil auf der einen Seite würde ich natürlich immer sagen, es gibt keine Entschuldigung dafür, Steine zu werfen, es gibt keine Entschuldigung dafür, gewalttätig zu werden. Und das Schöne in der Demokratie ist ja auch, wenn man Ricarda Lang richtig zum Kotzen findet, wenn man die Ampel richtig, richtig blöde findet, dann hat man andere Alternativen. Dann muss man weder Rechtsextreme wählen, noch muss man gewalttätig werden, sondern es gibt in der Demokratie andere Alternativen. Und gleichzeitig finde ich auch, würde ich jetzt meiner Verantwortung als Vorsitzende von der Partei nicht gerecht werden, wenn ich mir nicht Gedanken darüber mache, dass eine in den letzten 2 Jahren das Vertrauen in demokratische Institutionen, auch in diese Bundesregierung, massiv gelitten weil hat und sie damit Fehler auch Nährboden entstanden hat, weil sie ist. Und da muss man sich überlegen, was müssen wir besser machen, was müssen wir tun, um Vertrauen zurückzugewinnen. Erstmal muss man sagen, wir haben Fehler gemacht. Das haben Sie getan beim Heizungsgesetz, oder? Ja, natürlich haben wir Fehler gemacht. Was ist mit den Bauern? Also die Bauern sagen, ihr habt uns vor allem belastet und die anderen haben nicht dieselben Einsparungen gehabt. Und sie sagen, ja, ich bin auch dagegen, dass man das jetzt zurücknimmt, weil sonst gewinnen ja nur die, die am lautesten sind. Ich sage sofort, was zu Bauern. Ich würde vielleicht noch mal, also ja auch ganz interessant, wo man sozusagen Punkte sieht, was man besser machen muss als Partei, also wo man auch Fehler gemacht hat. Ich glaube, und das wurde ja gerade auch schon viel angesprochen, dass wir als Grüne oft diejenigen sind, die darauf stoßen, dass die Realität herausfordernd ist für Leute, dass die Realität den Menschen auch was abverlangt. Das geht aber mit einer großen Verantwortung einher und da verbietet sich natürlich jede Form von Besserwisserei oder den Leuten sehr stark sozusagen
vorzugeben, genau so müsst ihr es machen. Ich glaube, das ist was, woran wir arbeiten müssen. Weil am Ende muss immer klar sein, dass man die Alltagsprobleme der Menschen auf dem Schirm hat, dass man den Menschen zugewandt ist und dass wir nicht Politik machen, weil so. Wir Dinge besonders gut wissen oder geschweige denn besser wissen, genau. Und sondern damit das Leben für Menschen verbessern. Und damit sind wir bei den Bauern, die sagen, gerade die Bauern sind ja ein Beispiel dafür, die fühlen sich einfach bevormundet. Die sind da auf ihrem Feld und kriegen ständig Vorschriften und die kommen eben auch aus dem Klima, aus dem Umweltargument, also von Ihnen. Die Bauern sind Sie trotzdem der Meinung, man darf denen nicht entgegenkommen? Die Bauern haben ja tatsächlich ein größtes Interesse daran, dass wir zum Beispiel die Biodiversitätskrise unter Kontrolle bekommen. Weil wir wissen, dass sowohl die Klimakrise als auch die Artenvielfaltskrise ja, aber die hätten vielleicht einen anderen Weg. Einschränkungen wollen nicht so von den Landwirten. Aber wie Bleiben man Sie da hinkommt, wie man es hinbekommt, muss man in die Kommunikation gehen. Und wir sind ihnen ja entgegengekommen. Also ich würde es selbst sagen, und ich kann an der Stelle sagen, ich war selbst beteiligt an diesem Beschluss und ich kann mich da nicht irgendwie rausreden, ja. Sondern in dem ersten Moment haben wir da einen Fehler gemacht, dass es zu einer überproportionalen Belastung die gekommen Kfz-Besteuerung ist. Gleichzeitig haben Sie Kfz-Besteuerung, quasi zurückgenommen. Da sozusagen die Ausnahme wegnehmen jetzt und ist beim Agrar diese Subvention wegzunehmen. Und da das haben Sie, wir da korrigiert. Sie, da das haben wir Sie korrigiert. Hart. Das war auch richtig, das zu korrigieren. Jetzt wird das eine komplett zurückgenommen. Beim anderen sagen wir mehr Planungssicherheit, also Stück für Stück beim Agrardiesel. Ich fände es jetzt aber auch falsch, hinter diesem Kompromiss wieder zurückzufallen, alles aufzumachen, weil ehrlicherweise das wäre dann auch das Signal, die Bundesregierung lässt sich am Ende einfach erpressen und wer am lautesten ist und wer den größten Traktor hat, der kann es ja am Ende durchsetzen. Und das kann man vielleicht auch vielen anderen Leuten, die gerade auch Kosten beteiligt werden, nicht erzählen, wenn ich an Pflegekräfte denke in diesem Land, wenn ich an Erzieherinnen denke, also bleiben Sie wenn ich an Eltern denke, dann finde ich, muss klar sein, Kosten müssen gerecht verteilt werden, aber am Ende darf auch nicht nur auf die Größe des Traktors ankommen, also der gehört Sie hart. Da bleiben Sie hart. Die Frage ist, ob diese Regierung insgesamt das Bild abgibt, dass Sie wissen, was Sie tun. Also der Streit zwischen vor allem der FDP und den Grünen müssen wir gar nicht erwähnen. Der ist in so vielen Feldern da. Sie haben jetzt eine neue Note dazugefügt. Sie haben jetzt als Fraktion der Grünen im Bundestag nochmal gesagt, es muss jetzt ein Beschluss, ist das Deutschland-Investitionsfonds geben. Und zwar möchte man dafür Schulden machen, was eine Kampfansage ist an die Schuldenbremse. Ist es denn egal, dass man zusammen mit jemand regiert, der das partout nicht will? Muss man das öffentlich so austragen? Nein, ich glaube, es ist auch klar, dass sowohl Fraktionen als auch Parteien langfristige Linien besprechen und sagen, was unsere Positionen sind, dass man am Ende trotzdem zu einer gemeinsamen Position kommen kann. Ich kann das gerade vom Bereich Wirtschaft. Entschuldige, da ist eine gemeinsame Position mit der FDP möglich, weil Herr Lindner hat das als Kampfansage angenommen und hat gesagt, also man muss in aller Ruhe sagen, dass die Grünen den Bundeskanzler zum Koalitionsbruch auffordern. Ich war, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen mit Christian Lindner zusammen in der Talkshow und da haben wir beide gesagt, und dazu stehe ich auch noch, wir kommen aus unterschiedlichen Denkschulen, wir kommen aus unterschiedlichen Analysen, das ist klar, eher den Weg der Steuererleichterung. Ich würde sagen, wir brauchen gezielte Investitionen. Am Ende werden und müssen wir aber innerhalb dieser Regierung einen Weg finden und wir werden da Schritte machen, was die Entlastung der Wirtschaft angeht. Und gleichzeitig sagen wir Grüne, dauerhaft müssen wir mehr investieren. Denn wenn wir die wirtschaftliche Lage gerade anschauen, im Vergleich zu anderen Ländern, auch unter G7, die deutlich mehr wieder angezogen haben im Wirtschaftswachstum, investieren die mehr privat und öffentlich. Und dauerhaft werden wir uns einen Sparkurs nicht leisten können. Das heißt, das ist für die Zeit nach der Regierung mit der FDP schon gesprochen. So ist das, oder? Ja, natürlich denken wir auch darüber hinaus, kommt diese was nach 2025 Also wann kommt der Koalitionsbruch? Also noch in dieser Legislatur, oder? Nein, ich bin mir sicher, dass wir bis 2025 zusammen regieren. Es gibt ein Thema, da sind Sie sich mit der FDP total einig, da geht es um den Taurus. Also die Grünen fordern ihn, die FDP in weiten Teilen fordern ihn, fordern Sie ihn eigentlich auch? Ich habe das ja schon an verschiedenen Stellen gesagt, dass ich das sinnvoll fände, ihn zu senden, ja. Was machen wir da mit einem Bundeskanzler, der gesagt hat, ich bin der Kanzler und deshalb gilt das, nämlich, dass er nicht geliefert wird? Dann können Sie ja sagen, was Sie wollen. Ich glaube, die Debatte wird gerade sehr viel geführt, so ein bisschen von, was hat er gesagt, was hat die gesagt. Ich glaube, wir müssen 2 Prämissen anlegen, und darüber wird man heute Abend auch noch länger diskutieren. Das erste ist, was passiert, wenn Putin diesen Krieg gewinnt? Wenn Putin diesen Krieg gewinnt, führt das aus meiner Sicht dazu, dass Diktatoren in der ganzen Welt lernen, dass sie Grenzen verschieben können, dass sie damit durchkommen, dass das diese Welt deutlich unsicherer, aber vor allem auch deutlich weniger friedlich macht. Wenn man davon ausgeht, muss man zweitens überlegen, wie verhindert man das, also wie kann man die Ukraine unterstützen. Da macht die Bundesregierung einiges, das sollte man auch hinten runterfallen lassen. Wir haben uns aber auch darauf geeinigt, es muss mehr werden. Die Debatten, wie das mehr aber genau aussieht, die sollten wir vielleicht eher untereinander und nicht in den Talkshows führen, weil ich glaube, das Auseinanderfallen auf offener Bühne, Entschuldigung, übrigens auch in Europa, das tut uns gerade überhaupt nicht gut. Das habe ich schon verstanden, aber Herr Scholz ist ja nicht in eine Talkshow gegangen, sondern er hat es einfach öffentlich verkündet, und zwar mehrfach.
Er hat mehrfach gesagt, das war jetzt zuletzt eben vor Berufsschülern, hat er gesagt, nein, ich mache das, was ich will. Und das klang so ein bisschen so, der Bundestag kann beschließen, was er möchte. Am Ende entscheidet der Kanzler und zwar alleine. Nein, das stimmt natürlich nicht. Am Ende entscheidet man gemeinsam in der Koalition, am Ende entscheidet auch der Bundestag und muss überlegen, es gibt einen Beschluss, da steht drin, es sollen weitere Waffensysteme kommen. Ich glaube, dass wir weiter miteinander diskutieren können, was dieses weitere Waffensystem bedeuten könnte. Ich habe ja gerade gesagt, für mich wäre Taurus das sinnvoll. Das können auch andere Dinge sein. Wir können auch gerne über andere Dinge diskutieren. Nur was ich gerade ein bisschen wahrnehme in der Debatte in Deutschland, ist, dass so ein bisschen so ein vermeintlicher Widerspruch aufgemacht wird, bist du eher für Frieden oder bist du dafür, die Ukraine mehr zu unterstützen? Mhm. Das ist aus meiner Sicht ein falscher Widerspruch. Denn ich habe es gerade gesagt, wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren sollte, dann hat das nicht nur massive Auswirkungen für die Menschen, die dort leben, furchtbare, unvorstellbare, sondern Putin lernt, er kann andere Länder angreifen, er kann Grenzen verschieben, er kommt damit durch. Und das wird dazu führen, dass Putin im Zweifelsfall nicht an dieser Stelle stoppt. Das heißt, für mich ist klar, gerade weil ich für mehr Frieden bin, bin ich für mehr Unterstützung für die Ukraine. So, davon müssen Sie den Kanzler noch überzeugen. Wir vertiefen das nachher hier mit zweien, die außen- und verteidigungspolitisch das noch vertiefen wollen und sind gespannt, wie Sie den Kanzler da hinkriegen. Vielen herzlichen Dank. Ricarda Lang ist dran heute. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek. Und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.